Jetzt kommt einer der Kritiker dieses dritten Hilfspaketes, nicht nur dieses dritten, sondern aller Hilfspakete bisher aus der Unionsfraktion, Klaus-Peter Wiltsch. Ich habe mich erst einmal vergewissert, ob der Herr Präsident hinter mir sitzt. Herr Präsident, liebe Kollegen, der Grundtenor der Debatte, die wir heute führen, von all denen, die sich für das Rettungspaket aussprechen, das dritte ist, Athen hat verstanden. Nun glaube ich, dass man keine große Mühe braucht, um da ein bisschen Wasser in den Wein zu schütten. Ich bin bei diesem Freitag nicht dabei gewesen, Herr Finanzminister, wo es ja so eine Art Pfingsterlebnis wohl gegeben hat. Es ist zwar nicht der Heilige Geist, aber der stabilitätspolitische Geist ausgegossen worden, offenbar. Und nun müssen wir mal überprüfen, ob das wirklich eine breite Erscheinung ist oder ob das ein Momenteindruck war. Ich höre nach wie vor von Tsipras, dass er gegen das spricht, was vereinbart worden ist. Er sei dazu erpresst worden. Ich lese in der Zeitung von seinem Vertrauten, das ist also keiner von denen, der sich jetzt abspalten will, sondern sein Vertrauter, Staatsminister Nikos Pappas, die wirtschaftliche Erholung Griechenlands hänge davon ab, dass die Gläubiger einen konstanten Fluss von Finanzmitteln und eine Lösung der Schuldenfragen garantieren. Und dann geht es weiter. Syriza gehe es weiterhin um Umverteilung von Mitteln in Griechenland und künftig um Finanzprogramme für diejenigen, die durch die Reformvereinbarungen von Kürzungen betroffen seien, etwa die Landwirte. Das ist uns verkauft worden als wichtiger Erfolg, dass diese Reform durchgeführt worden ist. Hier wird angekündigt, dass sie wieder konterkariert werden wird. Und dann geht es weiter. Es gäbe keinen Grund, warum Syriza nicht in Europa weiter für seine Ziele kämpfen solle, etwa für eine Rolle der EZB als Garant für alle Staatsschulden. Er stimme der Idee des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Romano Prodi zu, dass sich Frankreich und Italien mit anderen Ländern gegen Deutschland verbünden sollten. Dankbarer Schuldner klingt ein bisschen anders in meinen Augen. Und dass hier wirklich der Reformwille mit Gewalt um sich gegriffen hätte, kann ich daraus auch nicht ablesen. Kollege Stübgen hat es angesprochen, dankenswerterweise. Wir erwarten eine Vertrauensabstimmung in Kürze, vielleicht schon morgen, wenn hier alles in trockenen Tüchern ist und die ersten Milliarden überwiesen sind. Die wird nach allen Vorhersagen, die man so hört aus Griechenland, Herr Tsipras verlieren. Und dann gehen wir in den Wahlkampf. Und was Wahlkampf in Griechenland heißt, das haben wir doch schon zweimal erlebt dieses Jahr. Einmal beim Wahlkampf für das Referendum, das im Übrigen zum Gegenstand hatte, dass Herr Tsipras die Bevölkerung aufgerufen hat, Nein zu sagen zu einem Reformpaket. Und auch im Januar, Februar, als das Parlament neu gewählt wurde. Auch da ging es nicht gerade schonend zu und mit Bandagen, sondern es wurde hart gekämpft. Und das liegt auch ein wenig im Wesen des politischen Systems von Griechenland. Der Wahlkampf ist nämlich die entscheidende Phase, wo man eine Mehrheit für sich gewinnen muss, um dann in die Regierungsämter einzurücken und seine Hintersassen zu versorgen mit Regierungsposten und mit Posten in der staatlichen Industrie. Und deshalb ist das eine entscheidende Phase immer. Und dass dann genau in dieser Zeit die Überprüfung des IWF stattfinden soll mit positivem Ausgang, dass alles gut läuft in Griechenland, mit Verlaub, da fehlt mir wirklich der Glaube, dass das realistischerweise anzunehmen sei. Wir werden doch auch, Sie genauso wie ich, angeschrieben, angesprochen von allen Leuten, von vielen, vielen Leuten, die kopfschüttelnd dabei stehen. Ich meine auch, wenn man normale Lebenserfahrung überträgt, weil auf die Politik, wenn man zweimal mit Anlauf, mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen ist, dann sollte man mal gucken, ob es nicht auch irgendwo eine Tür gibt. Und die Tür heißt Grexit, das haben Sie ja erfreulicherweise, Herr Finanzminister, vor den Verhandlungen am letzten Freitag auch sehr ordentlich vorgetragen. Griechenland wird es nicht schaffen im Euro. Wir werden es auch nicht schaffen, die Eurozone mit Gewalt gegen den Willen der Bevölkerungen zusammenzuhalten. Wenn wir es nicht zulassen, dass diese Eurozone atmen kann, und das heißt, dass Griechenland jetzt rausgehen kann mit einer eigenen Währung, währungspolitisch die notwendigen Strukturanpassungen flankieren kann, nach einer scharfen Anpassungsrezession ein Wachstum erleben wird, weil der Import runtergeht, der Export anzieht, der Urlaub in Griechenland günstiger wird, dann wird es nicht funktionieren. Ich will
meine Damen und Herren, noch eins sagen zu der Frage, wer zahlt das denn mal alles? Und da ist diese neue Definition von Schuldentragfähigkeit ziemlich gefährlich. Denn wenn wir sagen, wenn das so geht mit den 15%, dann haben wir es doch immer in der Hand, dann geben wir Kredite. Und durch Verlängerung, durch beliebige Verlängerung des tilgungsfreien Zeitraums können wir immer von außen dann mit Pseudokrediten sozusagen die Schuldentragfähigkeit herstellen. Was wir dort wirklich machen, wenn wir Kredite geben und Laufzeiten auf um 30, um 50 Jahre erhöhen, ist eine Schenkung und nichts anderes. Und das ist natürlich ein Verstoß gegen das, was wir den Menschen versprochen haben. Jeder muss für seine Schulden selbst aufkommen in der Währungsunion. Es gibt keinen Bailout. Zahlen, das ist der letzte Satz, Herr Präsident, werden das nicht mal mehr unsere Kinder, sondern die Kinder und die Enkel. Über 2 Billionen haben die schon von dem alles, was wir gemacht haben, abzutragen. Jetzt packen wir noch andere Schulden drauf. Das ist unverantwortlich den nachfolgenden Generationen gegenüber. Sagen Sie bitte nein. Klaus-Peter Wilsch aus der Unionsfraktion, Hilfspaket-Kritiker von Anfang an, also seit 2010 schon, heute der einzige Redner aus der Koalition mit dieser Position hier, obwohl es mindestens 56 Abgeordnete aus der Union geben soll, die heute auch gegen dieses Hilfspaket, dieses inzwischen dritte, stimmen werden. Wie viele es denn tatsächlich sein werden, werden wir innerhalb der nächsten Stunde sicherlich erfahren.